Die Volksschule Lavan bekommt heute ganz besonderen Besuch. Wer schaut denn bei euch vorbei? Ja, da sind Weltmeister gekommen. Und welche Weltmeister? Ja, also es waren Rodelweltmeister da. Und wie heißen die drei Weltmeister? Tobias Schiegel. Wolfgang Kindl. Karl Brunner. Seid ihr aufgeregt? Ja, ein bisschen schon. In der Schule ist immer ein bisschen aufgeregt. Die haben uns Video gezeigt und erzählt. Wer weiß jetzt, was das heißt, wenn es der Grün ist? Kindl? Kindl ist vorne. Also Kindl ist grün, das heißt, er führt. Bis zu der Stelle führt er. Das ist der Wolfgang, was da sitzt. Dann haben wir, was sie anziehen, halt anziehen dürfen, die Handschuhe und so. Da in den Anzug mit den Schuhen, da mit den weißen und mit den Handschuhen da vorne, mit den Spitzen. Das habe ich echt noch nie gesehen. Auf der Rodel, das war halt ganz ein ungewohntes Gefühl, weil ich noch nie so flach gelegen bin. Und das war halt richtig so ungewohnt, weil sonst, wenn ich zum Beispiel so Kirchbergrodeln tue, dann tue ich leicht sitzen und nachher ist das richtig ungewohnt. Und es war richtig spannend. Stopp, Pause, nächster. Und dann sind wir ausgegangen rodeln. Ja, ist halt ein bisschen anders, wie im Winter zu rodeln. Ja, ungewohnt, weil ich habe echt noch nie Rodeln mit Reifen gesehen. Achtung! Und das ist richtig spannend und lustig gewesen. Bist du bereit, oder? Achtung! Ja, das Sommertraining ist halt relativ mühsam oft einmal. Also man arbeitet viel in der Kraftkammer, viel im Starttechnikbereich, dass man halt jedes Hundertstel eigentlich am Start rausholt. Und dann geht es eigentlich so zwei Drittel vom Jahr so dahin und dann hat man eigentlich den Eiskontakt wieder. Das ist dann komplett besonders und da freut man sich natürlich im Training, im Sommer schon, wenn man dann wieder das erste Mal das wirklich machen kann und das ist dann eigentlich geht, was wir tun. Das ist einfach das Rodeln. Ich fühle mich im Eis ein bisschen mehr daheim. Die Rollen, das mag ich nicht so gerne, aber es gehört im Sommer auch dazu ab und so. Wäre das was für die Rodlerin, Profi-Rodlerin? Nein, weil ich hätte zu viel Angst, dass ich da war voll auf dem Eis. Genau, in meinem Haus ist ein Rodelbahn, Naturrodelbahn. Und da habe ich natürlich auch schon mit, bevor ich gehen konnte, habe ich rodeln müssen, haben sie gesagt zu mir. Und das habe ich gemacht. Also der Kontakt recht früh schon bei mir. Ja, ich bin am Berghof aufgewachsen und da ist man mit allem, was gerutscht ist, zu Tal gefahren. Und dann hat sich das so entwickelt zum Rodeln hin. Und dann war 1966 waren Weltmeister bei uns im Olang und dann hat man den nachgeeifert und, ja, und dann ist das so passiert. Bei mir ist es ganz ein bisschen anders gewesen eigentlich. Ich habe immer schon alle möglichen Sportarten gemacht. Also ich bin auch Ski gefahren ziemlich viel und ziemlich früh auch schon. Und dann habe ich einfach den Tag der offenen Tür eigentlich in Ilis einmal genutzt und bin da dann zum Rodeln gekommen und dabei geblieben. Ja. Das hat man nachher ja, ist mir ein bisschen leichter gefallen, als wir im Skifahren weiterkommen eigentlich. So, wir machen, Herr Kinder, wir machen einen Schlusskreis. Gibt es noch Fragen? Ja, ich wollte fragen, wie viel Geda auf jemanden wirkt. Ja, wie viel G wirkt dann auf einen, wenn man da rodelt? Also so im Durchschnitt kann man sagen, dass es eigentlich zwar zwischen 4 und 5 G sein, aber es können auch teilweise 7 G sein und wenn man so richtige Spitzenbelastungen hat, dann sind es bis zu 12 G und das ist nachher schon eine enorme Kraft, was auf den Körper wirkt. Ja, denke ich mal, weil wenn ihr es da draußen jetzt und dann mal in einer Achterbahn seid, wirkt man vielleicht 3 G auf eigentlich und das spürt man dann auch schon, aber wenn dann 7, 8, 9, 10, 11, 12 G auf die wirken, ist es ja brutal, oder? Das ist brutal, aber deswegen trainieren wir den ganzen Sommer und deswegen sind wir eigentlich alle ziemlich fit und dann tut uns das nicht so viel oder macht nicht so viel aus. Ja. Ja. Passt, coole Frage. Danke. Ja. Gerne.